Moin, herzlich willkommen hier zum zweiten Video Let's Fly X-Plane 11. Wir sind immer noch in der Flugschule. Wir sind letztes Mal zweimal erfolgreich gestartet, einmal nicht so erfolgreich. Aber diese Flugzeuge mit Hecksporn sind nicht so meins. Liegt vielleicht auch ein bisschen an den Pedalen, die ich hier benutze. Ich glaube, die sind nicht so ideal. Man kann die Empfindlichkeit nicht wirklich einstellen. Ich habe die Empfindlichkeit hier im X-Plane jetzt schon hier auf 100%. Ich hatte es vorher auf 0. Das ist aber ein bisschen falsch eigentlich beschrieben. Das heißt, der ist jetzt nicht besonders empfindlich, sondern ist jetzt weniger empfindlich. Aber noch weniger kann ich ihn nicht einstellen. Und ich kann ihn auch nicht sagen, ich möchte irgendwo eine Wegbegrenzung haben. Und es gibt keine Treiber zu diesen Pedalen und zu dem Lenkrad. Ich habe also keine Möglichkeit, den Weg irgendwie zu begrenzen. Also ich sage, wenn ich voll durchtrete, gibt er mir nur 50% Ausschlag oder so. Wenn ihr da einen Weg kennt, immer her damit. Dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Weil ich wollte mir eigentlich keine neuen Pedale kaufen, sondern wollte eigentlich mit denen hier arbeiten. Aber so macht das nicht so wirklich viel Spaß. Gut, wir sind also gestartet und wir müssen ja auch irgendwie wieder runterkommen. Also gucken wir mal, wie das geht. Ich habe das noch nicht ausprobiert, noch nicht gesehen. Wir lassen uns mal überraschen, wo wir denn gleich sind. Und wie wir runterkommen. Ich meine, runterkommt man immer. Die Frage ist nur, ob man heil runterkommt. Ja, es dauert hier einen kleinen Augenblick, bis alles geladen ist. Und dann geht das aber los. Wir befinden uns im Endanflug auf die Landebahn 16 links in Seattle-Tacoma und bereiten uns darauf vor, unsere Cessna 172 zu landen. Ja. Seattle-Tacoma INTL Information India. 1100 Zulu Weather. Wind light and variable. Ja, ich versuche also die Landebahn. Ich will mal ein bisschen trimmen hier. Dewpoint minus 7. Altimeter 2992. Arriving runways 16 left, 16 center, 16 right. Departing runways 16 left, 16 right. Advise on initial contact, you have India. Das soll ja wohl so funktionieren. Seattle Tacoma INTL Information India. 1100 Zulu weather. Wind light and variable. Visibility 10. Sky clear. Temperature 14. Dew point minus 7. Altimeter 2992. Arriving runways 16 left. Ja. 16 center. 16 right. Departing runways 16 left. 16 right. Advise on initial contact, you have India. Dann die Klappen habe ich ein bisschen. Seattle Tacoma INTL Information India. 1100 Zulu weather. Wind light and variable. Visibility 10. Sky clear. Wir sind zu hoch. Ich breche die Landung ab. Okay. Altimeter 2992. Try again. Ja, mache ich doch. Runways 16 left. 16 center. Okay, das war also nix. Aber dieses Gesabbel geht mir ja auf den... Advise on initial contact, you have India. So, dann die Klappen sind ausgefahren. Und ich muss tiefer. Wind light and variable. Bin hier noch nicht 10. Mit der Sky clear. Empfindlichkeit. Dewpoint minus 7. Altimeter 2992. Arriving runways 16 left, 16 center, 16 right. Departing runways 16 left, 16 right.
Advise on initial contact, you have India. Also eigentlich hier auch mal mit dem Trim noch ein bisschen arbeiten. Aber das mache ich jetzt nicht. Konzentriere mich jetzt mal voll auf die Landung. Tacoma, INTL Information, oh. India. 1100 Zulu weather. Wind light and variable. Visibility 10. Sky clear. Temperature 14. Dew point minus 7. Altimeter 2992. Arriving runways 16 left, 16 center, 16 right. Departing runways 16 left, 16 right. Advise on initial contact, you have India. So richtig lernen tut man das auch nicht, ne? Der sagt einem zwar, was man machen soll, aber auch nicht warum. Sind schon ganz in der Nähe, das waren wir vorhin noch nicht. Advise on initial contact, you have India. Tacoma, INTL Information, India. 1100 Zulu weather. Wind light and variable. Visibility 10. Sky clear. Temperature 14. Dew point minus 7. Altimeter 2992. Arriving runways 16 left, 16 center, 16 right. Departing runways 16 left, 16 right. Advise on initial contact, you have India. Bremsen. Seattle Tacoma INTL Information India. 1100 Zulu weather. Wind light and variable. Visibility 10. Ja, gelandet würde ich sagen. Vielleicht jetzt nicht gerade ganz in der Mitte. Ja, machen wir jetzt schon den Platz Runde oder bewahren wir uns das auf für die nächste? Ich glaube, ich mache das Training hier nochmal. Advise on initial contact, you have India. So, ich möchte in den Einstellungen noch mal was ändern. Ach Quatsch, hier ändern. Und dann landen wir mal mit der Cessna nochmal. Probieren wir es mal. Seattle Tacoma INTL Information India. 1100 Zulu weather. Wind light and variable. Visibility 10. Sky clear. Temperature 14. Dew point minus 7. Altimeter 2992. Arriving runways 16 left. 16 center, 16 right. Departing runways 16 left, 16 right. Advise on initial contact, you have India. Oh, das war jetzt mal gar nichts. Ich habe jetzt mal versucht mit dem Seitenruder die Richtung. Wind light and variable, visibility 10. Sky clear, temperature 14, dew point minus 7. Altimeter 2992. Arriving runways 16 left, 16 center, 16 right. Departing runways 16 left, 16 right.
etwas höher, als es sein sollte. Okay. Noch weniger Schub. Seattle Tacoma INTL Information India. 1100 Zulu weather. Wind light and variable. Visibility 10. Sky clear. Temperature 14. Dew point minus 7. Altimeter 2992. Arriving runways 16 left. 16 center. 16 right. Departing runways 16 left. 16 right. Advise on initial contact, you have India. So, Landeklappen sind komplett ausgefahren. Seattle Tacoma INTL Information India. 1100 Zulu weather. Wind light and variable. Visibility 10. Sky clear. Temperature 14. Dew point minus 7. Altimeter 2992. Arriving runways 16 left. 16 center. 16 right. Departing runways 16 left. 16 ja, right. Nur dass da gerade ein anderes Flugzeug landete. Prozent. Na, das ist es doch. Das ist doch gar nicht schlecht. Dabei belassen wir das jetzt auch erstmal für diese Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar oder ein Like und schaltet Donnerstag wieder ein. Donnerstag mache ich die Platzrunde, wenn ich es denn hinkriege. Vielleicht trainiere ich zwischendurch noch mal ein bisschen. Okay, alles klar. Ich bedanke mich bei euch und sag dann mal ciao.